Huch! Aha! Was? Okay, hier ist das Nest, hier ist ein Pott mit Erde, ein Erdhügel, 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 ein... Okay, und eine Erdmännchenfalle und Steine. Okay, was mache ich? Ich nehme das Ei. Tja, also... Okay, ich ahne was. Pass auf. Wir haben verschiedene Erdhügel. Das war hier. Ich halte jetzt meinen Finger drauf, das seht ihr nicht. Hey, stehen geblieben. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Ja, Moment. Das Ding kommt also immer an den gleichen Löchern raus, oder wie? Wenn ich jetzt angenommen mal so mache. So? Mein linguistischer Beitrag ist auch gerade sehr problemlösend hier. Wenn ich das jetzt dahin mache. Okay, nur mal testweise. Ich probiere gerade mal ein bisschen rum. Okay, das tue ich jetzt mal hier drauf. Hilft auf jeden Fall. Man müsste natürlich wissen, wo das Ding rauskommt. Ist das irgendein Muster, dem das folgt? Das ist jetzt da lang. Dann ist es da lang. Dann ist es wieder zurück da lang. Wieder zurück da lang. Okay, warte mal. Ich will mal gerade... Ach ja, sieh mal einer an. Das Ding ist wie ein Springer beim Schach. Das geht immer so zwei in eine Richtung und einer in eine andere Richtung. Plöpp, plöpp. Jetzt könnte es von hier aus, also wenn es stimmt, was ich hier vermute, könnte es entweder da rein. Oder es könnte... Eigentlich kann es nur noch da rein. Das heißt, ich müsste dann... Oder warte... Da lang, nach oben geht er nicht, oder da rein. Das heißt, ich den Stein räume ich weg und pack die Erdmännchenfalle hier hin. Mal gucken, ob es stimmt. Oder es kommt einfach ganz woanders raus, Mistvieh. Okay, da lang, da lang. Da muss ich aber eigentlich hier drauf machen und dann, theoretisch. Yeah! Was für eine bescheuerte Falle eigentlich. Ach nee, das ist glaube ich für den Hals, nicht fürs Ei gewesen, ne? So, kann ich das Ding jetzt nehmen? Ha, hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Natürlich nicht. So, wir haben eine... Wir müssen das ja ausbrüten. Und dazu müssen wir ja zum Doc gehen. Zum Doc, zum Doc, zum Doc, zum Doc. Zumindest glaube ich das. Aber woanders kriegen wir eh keinen Frost her. Was sollen wir also tun? Guck mal hier im Ofen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So. Tiefkühltruhe. So, da ist schon Frost drin. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Fehlt nur noch die Erde. Ach so, ich glaube, die haben wir ja. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Soweit, so gut. Fehlt nur noch der Frost und den haben wir ja eigentlich da drin. Na, das. Wer ist denn das? Abubudubububu. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Ja, wie du, Rufus. Voll bescheuert. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Okay, können wir das Ding auch mit dem Kescher? Kescher? Wo ist der Kescher? Wie kriegen wir das Ding jetzt mit? Wo ist der Knopf? Was passiert, wenn wir den Schalter drücken? Oh. Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Okay, können wir das jetzt mitnehmen? Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Was passiert, wenn wir das Wasser jetzt gefrieren? Müsste das Ding nicht auch festfrieren dann eigentlich? Wenn es geht?
Gefroren, oh. Das ist das mit Abstand coolste Schnabeltier der Stadt. Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Da haben wir doch was. Das müsste doch gehen. Damit kann ich höchstens ein paar Eiswürfel abklopfen. Ich brauche besseres Werkzeug. Ja, wo kriegen wir solche besseres Werkzeug hernehmen? Ich hab doch nix. Ein Spaten vielleicht. Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Kalt. Na klar, würde ich mir auch in den Mantel packen. Das mit Abstand coolste Schnabeltier der Stadt. So, okay, das Erdschnabeltier haben wir jetzt auch. Das bringen wir jetzt gleich mal ins Nest. Da bin ich mal. Also das ist ja eine Rätselführung hier. Für die letzte Goal müssen wir nochmal richtig ein Fass aufmachen, wie es aussieht. So, das Erdschnabeltierchen war hier oben beim Bellevue. Und das setzen wir jetzt einfach direkt in sein Nest. Ich hoffe, wir müssen jetzt keinen Föhn holen, um das aufzutauen. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Das müsst ihr uns eigentlich direkt mal in die Hand beißen oder so. Erdschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Opfipieps. Was ist denn das für ein beklopptes Schnabeltier? Ich glaube, der Instant Frost hat dem nicht sonderlich gut getan. So, wir haben also... Wo gab's noch Schnabeltiere, sag mal? Vor der Spelunke. Huch, ich gehe immer in die falsche Tür hier übrigens. Vor der Spelunke. Huch, gab's auch noch was? Da müssen wir mal gucken, was das für ein Ding ist. Spelunke in den Hafen. Da haben wir noch ein Ei. Da müssen wir mal gucken. O Sole mio. La, 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 la. Fällt mir immer ein, wenn ich hier im Bildschirm bin. So, Wasserschnabeltier-Ei. Laut Fibel ist das hier ein Wasserschnabeltier-Ei. Tirin, meine Sammlung wächst. Können wir das einfach hier... Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Wasser. Ich gucke mal ganz kurz hoch, ich gucke mal ganz an die Fibel. Das abgehakt. Alter, huch, das ging ja schnell. Ach nee, das müssen wir noch machen, das müssen wir noch ausbrüten. Feuerschnabeltier-Ei haben wir doch noch gar nicht. Warum ist da ein Haken drin? Warum ist da ein Haken drin? Verstehe ich nicht. Okay, aber erstmal Wasser. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte warte. Ach ja. Die Zebrafrische. Frische. Zebrafrische. Ja, wollen wir beim Dad gucken, weil ich wüsste sonst nicht, wo wir Fische haben. Ehrlich gesagt. Schauen wir mal ganz kurz nach. Ich guck mir das Aquarium nochmal eben an. Wie sollen denn da drin Dinger brüten? Das reißt die doch auseinander. Selten so hässliche Fische gesehen. Gut, dass die so selten sind. Was für Fische sind das normal? Können wir vielleicht einfach mal... Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Und Zebrafische sind Süßwasserfische. Goldfische. Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Okay, das sind Zierfische, aber keine Zebrafische. Da nimmt man Zebrafische schon weg. Mit einem Huf ist alles weg. Zum Marktplatz. Hier in den geht nix. Dem armen Mann haben wir schon alles geklaut. Und wo war denn nochmal das letzte Ei? Vor Docs Werkstatt? Ach genau, da waren... Ei hier oben drin, ne? Genau. Ei am Schornstein. Das müssen wir irgendwie da rauskriegen. Ich glaube nicht, dass wir das einfach so da jetzt mit der Hand rauskriegen, sonst wäre es ja nicht im Schornstein. Laut Fibel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Verdammt. Okay, haben wir ein Werkzeug im Staubsauger vielleicht raussaugen? Laut Fibel, ich würde zwar wetten, dass ich... Aber ich lasse... Da steht es... Moment, also nochmal. Nein,
Nochmal bitte. Ich habe den Text noch nicht gelesen, weil ich habe wieder vorschnell weggeklickt. Tut mir leid. Laut Fibel brüten Feuerschnabeltiere in loderndem Feuer. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. In loderndem Feuer. Wir haben eh noch kein Feuer, davon mal abgesehen, aber ich überlege halt, kriegen wir das Ding da überhaupt raus? Oder sollen wir es drin lassen, hier unten Feuer entzünden und das ist ja quasi ein Kamin, weißt du? Oder müssen wir es direkt ins Feuer legen? Das ist halt die Frage. Und andererseits, wie zünde ich den ganzen Kappes da unten? Ah, Kerze. Und Kerze in Kneipe. Okay, das probieren wir mal. Dum, 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 dum. Blim, blim, blim. Deswegen habe ich mal diesen Ohrwurm vom Schrottkrabbenlied, weil das hier die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Feuer! Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Ja, ist auf jeden Fall gesund. So, vielleicht eine Fackel, eine lodernde, wäre auch schön. Okay, gehen wir zum Marktplatz und dann gehen wir hier vor Docs Werkstatt. Und dann müsste es eigentlich schon gehen, hoffentlich, dass wir die Kohle entzünden. Notfalls zünde ich auch die Schrottlawinen-Tarantelle an. Keine Ahnung, warum wir die noch haben. Huch! Das ging schnell. Ja! Lodre, lodre, Ofen brodle! So, mal die Feuer... Ach, die Klappe kann man gar nicht zumachen. Ja. Ach doch, kann man. Sehr schön. Und das Ei ist jetzt draußen. Das schnappen wir uns natürlich gleich. Lalalalalalalalala. Wie jetzt alles anfasst, was andere im Hintern hatten, ne? So bereitwillig. Laut Fiebel ist das hier ein... Cool. Ja. Au! Verdammt. Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Oh oh. Was? Ach, das Ei rollt da schon durch die Gegend? Hilfe! Mach doch sowas nicht, du Ei! Ich muss erstmal checken. Hier ist es rein, hier muss es bestimmt raus, oder? Das heißt, das muss... Hä? Wir können hier umpöppeln. Ach du Scheiße. Huch. Okay, jetzt dann läuft es da lang. Wieso läuft das da nach oben? Ich dachte, es läuft dann hier nach unten. Dann läuft es hier runter. Da kommt es ja gar nicht erst hin. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Dann läuft es da wieder lang. Ach du Scheiße. Okay, freut euch schon auf die nächsten 20 Folgen Rohrsystem. Das wird bestimmt total interessant. Jetzt rollt es da herum, kommt aber gar nicht da hinten in das Rohrsystem rein. Wir müssen es da hinten irgendwie reinkriegen. Wenn ich nur wüsste, wie. Ach, nee, so wahrscheinlich auch nicht. Jetzt rollt es da lang. Da lang, da lang, da lang. Läuft immer noch da lang. Schlopp, 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 schlopp. Jetzt rollt es da hinten lang. Okay, das muss definitiv da raus. Alter, was? Wie soll man das denn lösen? Kann ich hier noch irgendwas anderes ändern, außer die Rohre? Nee. Hä, wie kriege ich das denn? Dann läuft das hier oben lang. Was für eine Ausdauer das Ei auch hat. So, dann läuft es hier rum, aber immer noch da im Hintergrund irgendwie. Und ob das jetzt hier oben rumläuft oder da rumläuft, ist doch wirklich egal.
Hä? Du kriegst die Mücken. So, da läuft's ja eh nicht lang. Es müsste eigentlich so rumlaufen, ne? Das müsste eigentlich ganz anders rumlaufen. Wir müssten das, glaube ich, in seiner Rollrichtung irgendwie ändern können. Aber Alter, ich weiß überhaupt. Kann ich hier nicht irgendwas... Habe ich hier nicht noch irgendwas anderes? Nee, ich kann nur die Rohre... Hä? Bin ich zu blöd, das zu blicken gerade? Und rollt das hier rum? Dann rollt das hier rein, aber ob das jetzt hier nach oben rollt, ist doch scheißegal. Das rollt dann wieder hier lang. Und dann rollt es ja trotzdem in die Richtung. Ach, so. Jetzt haben wir das... Ah, okay. Wo ist es? Ne? Ist immer noch da. Jetzt müsste es gehen. Jetzt rollt es hier rum. Da rum. Dort rum. Und wieder raus. Okay, warte, warte. Jetzt muss ich mal ganz kurz verfolgen. So, das ist ja... Okay. Dann rollt es jetzt hier... Ja, da ist es ja schon. Ach, wir haben es schon. Ja, das war einfach gekonnt. Das ist gar kein Problem. Und da haben wir auch ein süßes Feuerschnabeltier. Voll bescheuert. Voll befeuert. Autsch. Ja, dein Mantel packt das schon. Da oben ist noch ein Feuerschnabeltier übrigens. Können wir die nicht hier irgendwie paaren lassen? Und das Nest hier. Wo war das Nest? Das war ja direkt da. Zups. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Ach süß. Vor allem, wer erfindet denn sowas? Warum baut man hier so eine Maschine hin? Ich raff das alles nicht.